Ey Leute, was geht? Und willkommen hier wieder bei Valor dann beim kleinen Live-Commentary von Black Ops 3. Es ist meine erste Runde für heute. Ich bin mal gespannt, wie die ganze Runde laufen wird. Und ja, wie ihr seht, wir spielen eine Runde Team Deathmatch auf Stronghold. Als Waffe werde ich jetzt hier mal die Man o' War verwenden. Und als Secondary haben wir hier die Cup. Nicht die Cup, Alter. Wie komme ich auf Cup? Alles klar, ich meine natürlich die LK. Bin noch leicht verpeilt, wie ihr merkt. Und ja, jetzt einfach mal schauen, was die Runde hier gehen wird. Ja, da hinten ist einer. Einmal. Na, kommt der hier rüber? Nein. Na, komm her. Ja, Mann. So, dann gehen wir mal hier hoch. Okay, das ist keiner. Oh mein Gott. Er hat mich fast geholt. Allerdings auch nur fast. Ja, wo ist der andere? Yo, fuck off, Alter. Wie sie beide im Heckglitch da hinten stehen. Richtig räudig. Naja, 4-1. Also dafür, dass ich noch nicht richtig eingespielt bin, geht das noch voll klar. Aber ich muss doch sagen, die Gegner sind irgendwie nicht sonderlich stark, wie man eben gesehen hat. Alles klar, damit habe ich gar nicht gerechnet. Belastend. So, wir gehen mal wieder in die Mitte. Alles klar. Ja, wahrscheinlich sind sie alle im Haus. Alles klar, kommt hier jemand rein? Nein, lol, wo ist er? Easy. Jo, er leckt über die Map, Alter. Läuft auf jeden Fall bei ihm. Na, ja, wir gehen mal hier rüber. Um die ein wenig von hinten zu holen, no homo. Ihn haben wir. Hier war noch einer, oder? Wo ist er hin? Alles klar, ich hätte schwören können, dass da noch einer ist. Easy. Trönchen raus. Den haben wir. Nice. Ja, wie ihr sehen könnt, die Gegner sind wirklich nicht gerade gut. Allerdings ist das eigentlich eine ziemlich gute Runde, damit ich mich ein bisschen einspielen kann. Nein, verpiss dich. Nein, na, du Missgeburt, Alter. Was ist los mit ihm? Warum wirft er jetzt Flashgranaten? Mann. Richtig räudig. Ach, der ist unten. Lol, ach, egal. Wir gehen mal wieder raus. Lol. Wir hatten, oh, scheiße. Gar nicht drauf geachtet, Mann. Kennt ihr das, wenn ihr in der ersten Runde seid, noch gar nicht eingespielt seid und dann einfach, keine Ahnung, so ein bisschen unkonzentriert auch spielt und dann einfach so richtig behinderte Sachen voll verkackt, wo ihr normalerweise den Gegner easy hättet wegholen müssen? Lol, was? Ach, belastend. Das war jetzt belastend. Okay, 10 zu 5 geht eigentlich noch klar, aber es müssen auf jeden Fall viel mehr Kills drin sein. Nein, was? Wo war der? Ja, Digga, wie er leckt, Alter. Was ist los bei ihm? Und er hat mich trotzdem geholt. Also Respekt an ihn. Leckt rum wie sonst was, aber bekommt mich trotzdem.
Na ja, doch, komm, wir gehen mal hier rüber. Nein, ja, wahrscheinlich, Digga. Ach, belastend. Richtig miese Sache. Hol ihn doch weg. Ja, nein, Digga, nein, Mann. Okay, da war noch ein anderer, alles klar. Und hinten war auch noch jemand. Oh Gott, mein Aim, Digga, was ist das? Ist ja mal richtig scheiße gerade. So, komm, noch ein Kill wäre jetzt schön während dem Kampffokus. Schöne Sache, ja. So, aha, alles klar. Nein, Digga, Mann. Ja, okay, 17-10. Wieder ein paar Tode zu viel. Ah, wo kommt er hin? Da hinten, ja, komm her. Komm schon, no. Oh ja. Ja, wie gesagt, die Gegner sind nicht wirklich gut. Digga, wo ist er? Nein, scheiße, da wollte ich wegsliden und war geblockt. Fuck off. Da an das scheiß Holz geslidet, alles klar. Richtig belastender Fehler. Oder was heißt Fehler? Voll der Fail halt. Lol, Digga, Mann. Ja, 22-12. Es hätten auf jeden Fall mehr Kills und weniger Tode drin sein können. Aber egal, ich lasse das Ganze einfach mal so stehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.